Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 7. Folge von Don in Heilbronn. Auch hier an der roten Ampel. Hab ich noch keinen Millimeter vom Fleck bewegt im Vergleich zur letzten Folge. Immer noch die leeren Paletten hier am Start, ne? Schauen wir das nur bei Grün. So wie zu der Frage. Ja, wer sich wundert, Mensch, Ende letzte Folge war es doch noch hell. Es ist schlagerdig Herbst geworden in Heilbronn. Es ist schlagerdig Herbst geworden. Ja. Ich habe es nochmal probiert. Ich hatte schon mal probiert, die Herbstmode von Grimes drauf zu machen. Und da ging es halt nicht. Jetzt geht's komischerweise. Aber wenn das da vorne irgendwie komisch aussieht. Soll das so sein? Einmal beobachten. Müssen wir beobachten. Müssen wir beobachten. Cool gemacht auf jeden Fall hier. Du hast Mut hier. Oh, der Verkehrsinsel überholt hier. Ich dachte mir so, die Jahreszeiten muss eigentlich, sie passen ja gut rein und deswegen habe ich hier nochmal probiert, die einzubinden. Schreckt mich nicht so, schon gar nicht wie ein Mercedes-Händler.
Na, hol der aus hier. Da sind wir noch unterwegs hier. Ja, insgesamt 52 Kilometer die Tour. Ja, das merkt man schon. Wenn das ausschließlich Autobahn wäre, hätten wir es wahrscheinlich locker zwei Folgen geschafft. Tatsächlich hier Radfahrer entgegen hier, ich weiß es nicht. Krieg ich die Tür nicht zu, ey. Hammert. Ja, durch dass du eben hier viel auch über Land hast, ne, und so Stadtgekutsche hier. Ich meine, die Tempo 30 Zonen, die schießen den Vorroller hier quasi nochmal vollständig ab. Merkst du halt, dass du da unheimlich lange brauchst. Ich glaube, das erste Mal, dass ich im Truck-Simulator bei Tempo 30 einen Tempomat reinmache. Das riecht es Stadtgekutsche hier, was wir hier machen. Aber gefällt mir sehr gut bis jetzt. Uiuiui, hängen die Bäume aber tief. Krone Flatbed, cool. B39. Ja, müsste dann irgendwann auf die B293 gehen. Ist ja 31. Uiuiui. Oh, Vorsicht, dünn. Jetzt ist 50. Hä? Gar kein Schild gesehen. Der mäht einen Rasen hier. In der absoluten Dunkelheit.
Aber in der Herbstmonate haben wir jetzt gerade natürlich nicht so viel. Also, dass es halt gerade um die Uhrzeit dunkel ist. Aber es wird ja sicher irgendwann wieder der Tag kommen, wo wir hier bei Tageslicht fahren. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir nach der Tour eine Tour Richtung Höring nehmen, also Richtung Heimat. Und da dann den Feierabend einläuten. Und wir dann quasi dann den neuen Spieltag starten. Ja, wer jetzt auch hier Herbstmond fahren will, der müsste natürlich den Next Generation Graphic Mod, ne, den müsste dann rausmachen. Das geht nicht zusammen. Also entweder den Graphic Mod, den wir vorher hatten, inklusive den Next Generation Climate Mod, also fürs Klima hier, fürs Wetter. Oder halt den Mod hier. Das ist, da müsst ihr euch halt entscheiden, muss man sich entscheiden. Aber ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht mit so einem Herbstmod ein bisschen authentischer fahren, auch wenn es jetzt von den Texturen her nicht so schön ist wie der Next Generation Grafikmod. Aber wenn man halt die Wahl hat, wie gesagt, habe ich mich halt dafür entschieden hier. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir nun mal hier ausschließlich in Deutschland fahren und nur ja und ja den Herbst kennen, wollte ich sagen, und es ist nun mal so, wie es ist, ne? Ich denke, das wirkt hier etwas authentischer. Haben wir genau dieses große Schild vor uns hier. Los, Busfahrer. Was bin ich damit gerechnet, dass es ein V8 ist, der hier in die Quere kommt, wa? Wenn die jetzt grün ist. Ach, die kommen doch nicht mal aus der Käfte hier. Also wäre ich der Busfahrer gewesen, ich wäre noch drüber gefahren gehen, nur so als Info.
Sag mal, die Busse fahren wohl hier nur 60 oder was? Fahr jetzt mal Strich 60. Nee, doch nicht. Er kommt halt einfach nur nicht aus der Käfte. Bei Busse dürfen wir auf der Landstraße 80 fahren. Und auf der Autobahn 100. Ich glaube, ich habe meine Dachscheinwerfer gar nicht aktiviert. In der Realität hättest du dafür hier drinnen irgendwo ein Knöpfchen. Ja, das sind quasi wie ein Ausschalter. Und wenn du. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich drücke den auf an und dann sind die oben an, sondern ich drücke auf an und dann gehen die mit dem Fernlicht an. Und wenn die auf aus sind, dann gehen sie halt mit dem Fernlicht nicht mit an. Bleiben sie aus. Beziehungsweise hast du manchmal so einen Doppelschalter. Wenn du den in die andere Richtung runterdrückst, dann sind sie an, aber wirklich nur die Arbeitsscheinwerfer. Weil das, wer sich das mal gefragt hat, wieso dürfen die oder wieso können die so viele LKW so viele Scheinwerfer auf dem Dach haben? Es gibt ja eine Regelung, dass ein Fahrzeug, generell ein Fahrzeug, nicht mehr wie 4 Fernscheinwerfer haben darf. Ja? Das heißt, wie jetzt hier der Next Gen Scania. Also was ich, die im Dach okay, aber die du dir noch hier im Grill direkt unter der Frontscheibe dazu, das ist dann schon wieder zu viel. So, und also offiziell, ne, ist das halt kein Fernscheinwerfer, sondern ein Arbeitsscheinwerfer. Ich weiß, ich habe grün, aber ich glaube, ich schaffe es sowieso nicht, oder? Ja. Man hätte es vielleicht geschafft, wenn man hier mit knallharten 60 km/h auf die Ampel zugefeuert wäre, aber... So. Ja, es sind Arbeitsscheinwerfer. So, und die müssen halt ein- und ausschaltbar sein. Die dürfen nicht grundsätzlich mit dem Fernlicht bzw. mit der Lichthube verbunden sein. Ja, genau, sondern wir müssen halt da an einem Schalter mithängen.
Die Reflektoren an dem Auflieger sehen ja auch richtig gut aus. Dieses hinten gelb, an der Seite weiß. Ach, wie schnell am Bahnübergang hier. Wie schön. Ich freue mich. Na, fahr los. Hä? Wieso sind hier noch die roten Lampen an? Und wieso ist der LKW gefahren? Jetzt geht die Sabotagebalken schon wieder runter. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kommt der Zug schon wieder zurück? Oder was? Entschuldigung fürs Schlürfen, er ist noch heiß. Musst du hier losfahren, wenn du siehst, dass dir hier ein, dass hier ein LKW kommt? Also, ich weiß nicht. Bleibst bitte jetzt auch mal stehen. Wieder dazu, das gibt's ja gar nicht hier. Müssen wir jetzt hier abbiegen? Ich glaube ja. So eine Mickey Maus Einfahrt hier, ist ja Wahnsinn. Das ist unsere Bude schon hier. Oh mein Gott. So, machen wir wieder kurz einen Prozess. Das wollte ich schon 15 Mal umstellen, ne? Dass ich das hier nicht mehr wählen muss, sondern dass das standardmäßig hier großes Kino ist. Aber könnt ihr euch noch an der Ladestation entsinnen hier, wo die komische Tanke war? Das war aber 3 Folgen, ne? Da habe ich zu euch gesagt, dass wir wahrscheinlich so gegen 21 Uhr da sind. Jetzt guck mal auf den Tacho hier. Oder eigentlich auf dem Drehzahlmesser. Optimal kalkuliert hier, optimal. Ja, natürlich fahren wir wieder über rechts hier rein, ne? Ich weiß nicht, ob die das absichtlich so machen. Um uns zu ärgern, um uns hier ein bisschen. Oder ob die das gar nicht wissen, dass das über rechts beschissener geht. Ein so wie hier, wo du noch ein bisschen Platz hast, ist es noch halb so wild. Ich weiß, ich bin jetzt zu weit links. Ich weiß. Ich will erstmal nur grob hier rein in das Loch. Was?
Also wir haben leere Paletten geladen. Wir laden sowieso von der Seite ab, von daher. Aber da muss ich ja die rechte Seite aufmachen. Nö. Nö, rechte Seite mache ich nicht auf. Dann mache ich die linke Seite auf. Weil links hängen die Schlösser von den Gurten. Das sind übrigens wirklich Sachen, die du in der Realität beachten musst. Wenn du von links geladen hast, hängen folglich auch links die Schlösser von deinen Spanngurten, die du aufmachen musst. Und da wäre es schon ratsam, von links auch wieder zu entladen. Jetzt bin ich so weit nach rechts gefahren. Jetzt würde ich mich gar nicht mehr entladen lassen, wa? Gucken, ob das jetzt wieder geht hier, auf der anderen Seite. Aber jetzt stehe ich bestimmt zu weit rechts. Ne, geht. Also aber sehr, sehr tolerant. So, gut, okay. Ja gut, 21.05 Uhr ist jetzt geworden mit Rangieren, ne? 21.05 Uhr. Och, liebes Logbuch. Wie heißt der? Schweigern. Schweigern. In Schweigern sind wir. Mit AI wohl bemerkt. Schweigern. 21.05 Uhr. Das heißt, wir sind jetzt 60, 70, 75 Minuten gefahren. Ich schreibe 1 Stunde 15 auf, ja. So. Zusammenrechnen tue ich das nachher. Das sage ich euch dann in der nächsten Folge. Ich werde mich dann auch um eine neue Ladung kümmern. Und überhaupt, ja, dann in Richtung Heimat fahren. Wie gesagt, sehen wir dann alles in der nächsten Folge, wenn es euch bisher gefallen hat. Lasst mir deutlich nach oben da, abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, Patsch und rechts, grüßt die Leute, macht's gut. Ciao.